Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Freundinnen und Freunde der Osteuropa-Bibliothek und der Osteuropa-Studien hier in Bern. Ich freue mich sehr, Sie auch gerade so zahlreich im Namen der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek in Bern begrüßen zu können zu unserer diesjährigen Veranstaltungsreihe unter dem Titel Revolution, Ritual und Realitäten, der Rote Oktober 1917 als Ereignis und Bezugspunkt in der sowjetischen Geschichte. Ja, der tatsächliche kalendarische Jahrestag des Oktoberumsturzes nähert sich ja jetzt immer mehr. Die mediale Aufmerksamkeit steigt, so quasi ein Trommelwirbel im Hintergrund wird immer lauter. Und das macht die Aufgabe ehrlich gesagt nicht einfacher, einführend irgendetwas zu 1917 zu sagen, ohne so auf Gemeinplätze oder Superlative zurückzugreifen zur Bedeutung des Jahres und nicht das Gefühl zu haben, es sei schon alles mehr als einmal gesagt worden. Also fast wäre man oder in diesem Fall ich versucht, mich dem Spektakel zu verweigern. Aber ich glaube, ich komme nicht drum rum. Und es gibt auch einige Gründe, denke ich, warum wir an dem Jahr nicht vorbeikommen. Deshalb möchte ich gern einführend einige Worte sagen zu unserer Reihe und versuche mich so kurz zu halten wie möglich. Ja, zunächst kommen wir an dem Jahr 1917 nicht vorbei, weil die Ereignisse dieses Jahres natürlich in so vieler Hinsicht einen radikalen Umbruch markiert haben, dass schon die Zeitgenossen dieses Jahr ganz unmittelbar in seinem Entstehen, in seinem Werden als Epochenwende betrachteten. Das sind einerseits die unmittelbar disruptiven Effekte der politisch-sozialen Umbrüche, die man im lokalen, regionalen russischen Kontext sieht. Dazu würde ich sicher zählen die radikalen Auswirkungen auf die Lebenswelten der russischen Bürgerinnen und Bürger, das Zusammenleben der verschiedenen Nationalitäten und Religionen innerhalb des ehemaligen Zarenreichs und dann im weiteren Kreis, aber ebenso unmittelbar und direkt die Repperkussionen auf der internationalen Ebene, den Verlauf des seit 3 Jahren andauernden Weltkrieges, auf die sozialistischen Bewegungen in den anderen Staaten und vieles mehr. Aber ich denke, im Fokus der meisten Analysen, die wir jetzt in den letzten Monaten, muss man schon sagen, fast schon Jahren im Hinblick auf 1917 gelesen haben, stehen natürlich vor allem die langfristigen, mittelfristigen und langfristigen Konsequenzen dieses initialen Umbruchs, also die Entwicklung des sozialistischen Projekts und seiner Gegnerschaft hin auch zu einem Systemkonflikt, der zu Zeiten des Kalten Krieges praktisch alle Weltregionen und natürlich auch zahlreiche Lebensbereiche prägte. Es ist ja letztlich aus diesen Verwerfungen heraus, also aus dieser globalen Auswirkung des Revolutionsjahres 1917, der Teilung Europas heraus, dass letztlich auch die Institution der Osteuropa-Bibliothek hier hervorgegangen ist. Ein Grund mehr also, sich damit zu befassen, denn dieser Systemkonflikt hat natürlich entscheidend herausgebildet, dass die politisch orientierte Osteuropa-Forschung mit eben ihren Dokumentationszentren, Bibliotheken und Studiengängen. Ja, wir von der Osteuropa-Bibliothek haben bereits in den letzten Jahren uns in verschiedener Weise eigentlich mit der Vorgeschichte dieses Ereignisses, dieses Jahres auch der russischen Revolutionen befasst. Zuerst war das 2014, als wir eine Reihe hatten zum Verlauf des Ersten Weltkriegs im östlichen Europa. Und dann ganz speziell 2015 mit der Reihe »Die Revolution geht durch die Schweiz«, als wir uns mit den russisch-schweizerischen Beziehungen und Verflechtungen um die Wende zum 20. Jahrhundert, also in der Epoche der Revolutionen, befasst haben, als die Schweiz temporäres Gastland war für viele russische Revolutionärinnen und Revolutionäre. Und wer sich dafür interessiert, dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir die Veranstaltungen auch als Podcast auf unserer Webseite zur Verfügung haben. Sie können also, wenn Sie sich für eins dieser Themen interessieren, das in Ruhe auch nochmal nachhören. Wir haben zahlreiche Publikationen der politischen Emigration aus Russland, die eben hier in der Schweiz gedruckt wurden, in den letzten 2 Jahren digitalisiert und auf der Plattform irara.ch digital frei zugänglich gemacht. Auch da sind Sie eingeladen, sich die Quellen im Original anzuschauen. Und dieses Jahr haben weitere historische Dokumente aus unseren Beständen schon zahlreiche Zuschauer gefunden im Rahmen als Leihgaben in der großen Ausstellung im Landesmuseum, die viele von Ihnen vielleicht gesehen haben, 1917 Revolution, sowie auch in der Ausstellung, was Lenin las, in der Nationalbibliothek. Und jetzt, in der diesjährigen Reihe 2017, wird es aber um etwas anderes gehen. Es wird um die Bedeutung und die Nachwirkung dieses Revolutionsjahres in der Sowjetunion selbst gehen. Also in jenem Land, das sich eigentlich aus der Revolution heraus
in vieler Hinsicht als ein neuartiger, einzigartiger Staat herausbildete, als ein Experiment, als je nach politischer Einstellung Vorbild, Schreckensszenario, Vision. Heute wird uns Heiko Hamann, den ich gleich noch ausführlicher vorstellen möchte, das Jahr 1917 näher bringen. Danach haben wir 5 Jubiläumsjahre der Revolution quasi in den Fokus genommen, ausgewählt, die Sie hier sehen, 1937, 47, 57, 77 und 87. Ich sage bewusst Jubiläumsjahre, weil natürlich in der Sowjetunion der große oder rote Oktober zu jenem Feiertag wurde, der in dem neuen sowjetischen Festtagskalender ganz an der Spitze stand, gleichwertig oder noch vor, muss man sagen, dem 1. Mai, also dem traditionellen Arbeiterfeiertag. Das sieht man auch auf diesem Plakat. Vielleicht, das gestaltet wurde aus Jubiläumsbriefmarken zum, Sie sehen hier das 50-jährige, das 60-jährige Jubiläum der Oktoberrevolution, die jeweils auf Markenserien verewigt wurden in Rot und Gold und aus denen unsere Gestalterin dieses Motiv dann zusammengestellt hat. Aber die Oktoberrevolution war natürlich mehr als nur ein Strukturelement im Jahreskreis, wo man eine möglichst üppige Parade abhielt. Sie war auch der Ursprungspunkt, eigentlich der symbolische Nullpunkt des ganzen sowjetischen und im weiteren Sinne sozialistischen Projekts. Und daher möchten wir eben nach diesem vielfältigen und auch eben sehr heterogenen Vermächtnis der Revolution fragen, was ist geworden aus dem Aufbruchsgeist, den programmatischen Vorstellungen einer neuen Gesellschaft, den Visionen von sozialer, kultureller und politischer Umgestaltung. Und wir werden sehen, ob, wo und auf welche Weise zu bestimmten Zeitpunkten in der sowjetischen Geschichte das revolutionäre Erbe noch so eine Rolle spielte, ja oder nein, wie darauf Bezug genommen wurde, wie man es aktualisierte und wer Teile dieses Erbes reaktivierte, neu deutete oder uminterpretierte. All das lässt sich aber eben nur verstehen, wenn wir zunächst wirklich eintauchen in dieses ausgesprochen ereignisreiche und komplexe Jahr 1917, zurückkehren also an den Nullpunkt. Und damit habe ich die Freude, unseren heutigen Referenten kurz vorstellen zu können. Ja, ich glaube nicht, dass ich den Studierenden unter Ihnen, Herrn Heiko Hamann, groß vorstellen muss, denn ich denke, fast alle von Ihnen haben das eine oder andere Mal eine seiner Publikationen für ihr Studium benutzt. Seine Beschäftigung mit der russischen und sowjetischen Geschichte und vor allem auch diesen revolutionären Jahren zeigt sich eigentlich dann schon in seiner 1971 publizierten Dissertation zur sowjetischen Elektrifizierung, also einem ganz wichtigen Schritt auf dem Weg zum Kommunismus in Lenins Worten. Und in den folgenden Jahren sind zahlreiche weitere Publikationen dazugekommen, darunter einige Standardwerke, die ich kurz nennen möchte. Das erste, erstmals 1996 erschienen, ist die Geschichte Russlands, die große rote, neuerdings bei Kronos erschienen, also 2003 und 2010 dann mit den weiteren Auflagen. Der große rote Band, der, glaube ich, bei uns auf jeden Fall zu den Ausleihschlagern bibliothekarischer Sicht auch gehört. Ebenfalls etwas rot, aber etwas dünner und Ihnen vertraut ist der Sammelband, auf den ich hinweisen möchte, aus aktuellem Anlass, die russische Revolution, wo der von Heiko Hamann herausgegeben wurde und wo auch zahlreiche anwesende Beiträge zu beigesteuert haben, der letztes Jahr auch in einer neuen Auflage erschienen ist. Und ein dritter Band, der wichtig ist, dann die Brücke schlägt in die weitere Epoche, in die stalinistische Epoche, ist der zusammen von mit Brigitte Studer herausgegebene Sammelband zu den stalinistischen Subjekten 2006, der Texte zum Verhältnis von Individuum, Staat und Gesellschaft im Stalinismus versammelt. 3 wichtige Schlüsselwerke also zur russisch-sowjetischen Geschichte im 20. Jahrhundert. Ja, in diesem, wie auch in den anderen Publikationen Hamanns, wird der lebensweltlich orientierte Ansatz, also die methodische Herangehensweise, aus der lebensweltlichen Perspektive sehr deutlich, denke ich. Die Akteure, ihr Erleben und Erfahren bilden eigentlich den Ausgangspunkt für eine multiperspektivisch offene Geschichtsschreibung und eben auch eine starke Berücksichtigung der Alltagsgeschichte. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann würde ich Ihnen den Band nahelegen, der 2012 publiziert wurde, Lebenswelten und Geschichte zur Theorie und Praxis der Forschung, wo Sie auch beispielhafte Studien dazu finden.
Neben dem Schwerpunkt russische-sowjetische Geschichte möchte ich in der Kürze nur einen wichtigen weiteren Forschungsschwerpunkt von Heiko Haumann hervorheben, nämlich die Geschichte der Juden in Osteuropa, zu der er selber umfangreich geforscht hat und wo auch unter seiner Leitung in Basel ein Arbeitsschwerpunkt entstanden ist, aus dem zahlreiche weitere Arbeiten hervorgegangen sind. Sein Standardwerk, die Geschichte der Ostjuden, die erstmals 1999 in München erschienen ist, ist inzwischen in zahlreiche Sprachen übersetzt worden, darunter Englisch, Japanisch, Arabisch, Polnisch, Ungarisch oder Italienisch. Es hat also wirklich weite Verbreitung gefunden, vor allem auch in den Ländern, wo die Geschichte der Ostjuden vielleicht länger nicht in dieser Form erforscht werden konnte. Ja, gelehrt hat Heiko Haumann, wie gesagt, von 1991 bis 2010 in Basel, wo er den Lehrstuhl für osteuropäische und neuere allgemeine Geschichte am historischen Seminar innehatte. Und er ist aber auch nach seiner Emeritierung weiterhin sehr aktiv, auch publizierend, insbesondere auch in der Regionalgeschichte der Region Baden, also Baden-Württemberg, Freiburg, Breisgau, wo er auch wohnt und sich engagiert. Wir freuen uns sehr, dass sich Herr Haumann die Zeit genommen hat, um uns heute Abend einiges zur russischen Revolution näher zu bringen. Ich könnte mir wirklich keinen besseren Referenten vorstellen und gebe ihm gleich das Wort. Vorher muss ich nur noch ein kurze Hinweise an Sie weitergeben. Und zwar ist das erste, dass wir hier zwei Flyer aufliegen haben. Wir haben den blauen Flyer. Das ist der Flyer unserer Reihe. Wer noch keinen hat, kann sich gerne bedienen, das weitergeben auch an Freunde und Bekannte. Und das andere ist der grau-rote Flyer, ebenfalls unter dem Titel 100 Jahre russische Revolution, veranstalten die Osteuropa-Studien, das heißt der Lehrstuhl für neueste allgemeine und osteuropäische Geschichte sowie die Dozentur für Osteuropa-Studien, hier gemeinsam mit der Osteuropa-Bibliothek Revolutionstage. Die werden vom 25. Oktober bis und mit 8. November stattfinden. Und es werden zahlreiche verschiedene Aktivitäten sein, vom Theater bis zur Podiumsdiskussion und Filmabend, also schauen Sie sich das an. Wer noch nicht auf unserem Newsletter-Mail-Verteiler ist, trage sich ein, weil ich werde das Programm sicher auch nochmal per Mail rumschicken, damit alle auf dem neuesten Stand sind. Und die Studierenden der Osteuropa-Studien tragen sich wie üblich in die Anwesenheitsliste ein, die hier kursiert. Habe ich etwas vergessen oder sind die Formalia damit abgehandelt? Und ich gebe sehr gern das Wort weiter an Heiko Haumann. So richtig. Ja, ich hoffe, die Technik funktioniert. Ich grüße Sie herzlich hier, freue mich sehr, hier bei Ihnen zu sein und danke Ihnen, Frau Maurer, sehr für Ihre Einführung. Ich fühlte mich ein bisschen nostalgisch an die Anfänge meiner Beschäftigung mit der russischen Revolution erinnert. Zu meiner Überraschung wurde ich in meiner Maturprüfung über Lenin geprüft und bekam dann von meinem Klassenlehrer zum Abschied Leonard Shapiros Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion geschenkt. Damals wusste ich noch gar nicht, dass ich osteuropäische Geschichte studieren würde. Und damit begann eigentlich die ganze Geschichte. Sie haben die Dissertation erwähnt. Das war damals die Zeit in den 60er Jahren, zu fragen, was ist denn eigentlich aus dem Sozialismus geworden? Es gab die Studentenbewegung damals, die das ja sehr praktisch wissen wollte. Und das war auch für mich ein ganz wichtiger Anstoß, nun mich dann in der osteuropäischen Geschichte zu engagieren. Aber es geht ja jetzt nicht um meine Geschichte und nostalgische Erinnerungen, sondern um andere. Die Vorlesungsreihe, die heute beginnt, behandelt den roten Oktober, also den zweiten Teil der Revolution von 1917. Der Jahrestag bezieht sich auf den 25. Oktober nach damaliger russischer oder den 7. November nach unserer Zeitrechnung als, wie es im Programm heißt, Ereignis und Bezugspunkt der sowjetischen Geschichte. Und ich soll so ein bisschen die Einführung in diese vielen Jubiläumsgeschichten bringen, die Sie eben gesehen haben. Wenn ich sehe, wie in Russland 2017, was also gar nicht hier auf dem Programm steht, der russischen Revolution vor 100 Jahren gedacht wird,
so glaube ich, manchmal meinen Augen und Ohren nicht zu trauen. In der Endphase der Sowjetunion, in der Zeit der Perestroika unter Michail Gorbatschow, stand noch der Versuch, an den Zielen der Revolution anzuknüpfen und einen Sozialismus mit menschlichem Gesicht zu schaffen, im Mittelpunkt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 wurde die Revolution eher als Tragödie und Katastrophe interpretiert. Herausgebildet hat sich dann bis in die Gegenwart folgendes Modell, das durch die Regierung Putin auch mit einer intensiven Geschichtspolitik in die Schulen und in die Gesellschaft hineingetragen wird. Die revolutionären Ereignisse von 1917 und ihre unmittelbaren Folgen seien eine Zeit der Wirren gewesen. Damit bezieht man sich auf die Smuta, auf die Zeit der Wirren zwischen 1598 und 1613, in der das damalige Reich zu zerfallen und in die Hände auswärtiger Mächte zu geraten drohte. So etwas soll nie wieder geschehen. Revolution und derartige Wirren zerstören Russland. So die These. Dabei spielt auch die Furcht vor einer Umwälzung wie in der Ukraine, in Georgien, in Kirgisien oder in den baltischen Staaten eine Rolle. Es geht also nicht zuletzt um die Macht. Weiter wird argumentiert, aus der Zeit der Wirren ging 1613 eine neue Zarendynastie, die Romanows, hervor, die Russland stabilisierte und zur Großmacht führte, bis eben zu den neuen Wirren von 1917. Aus diesen, auch das wird, so wird argumentiert, ging Russland als Sowjetunion, als imperiale Weltmacht ebenfalls, wie damals nach 1613, gestärkt hervor. Das Land wurde wirtschaftlich modernisiert und war fähig, im Zweiten Weltkrieg militärisch zu siegen. Daran soll nun angeknüpft werden. Russland soll erneut Weltmacht werden, ein Imperium mit seinen historischen Territorien. Dafür braucht es, so die immer wieder vertretene Meinung, einen autoritären, mächtigen Staat und einen russischen Nationalismus, der von der russisch-orthodoxen Kirche gestützt wird. Gruppen, die die Revolution und ihre Folgen anders deuten, eine andere Erinnerungskultur pflegen, wie die Organisation Memorial, manche Historiker, viele Künstler, werden ausgegrenzt und benachteiligt, sodass sie kaum eine größere Öffentlichkeit erreichen. Als Zeichen für das hier knapp skizzierte Modell wird am 4. November der Tag der Einheit des Volkes gefeiert. Das Datum erinnert an den Sieg über die polnische Besatzung Moskaus 1612, mit der das Ende der damaligen Wirren eingeleitet wurde. Zugleich bezieht sich das Datum unter dem Stichwort Eintracht und Versöhnung auf den Revolutionsgedenktag am 7. November. Der gesellschaftliche Zusammenhalt soll gefestigt werden, man soll einig und stark sein, damit Russland groß ist. Kennen wir auch von der anderen Seite. Und als Symbol wird an diesem Tag, man fasst es nicht, ein Versöhnungsdenkmal auf der Krim eingeweiht werden. Offiziell heißt es, von der Krim aus seien die letzten Einheiten der Gegenrevolutionäre, der Weißen, im Bürgerkrieg nach der Niederlage emigriert. Deshalb solle hier die Versöhnung stattfinden, die neue Einheit des Volkes dokumentiert werden. Aber es ist natürlich nicht zu übersehen, dass mit diesem Symbol zugleich der territoriale Anspruch auf die Krim und damit das Streben nach einem Imperium bekräftigt wird. Dass diese Sichtweise eine Geschichtsklitterung darstellt und Geschichte als Legitimation für heutige politische Interessen instrumentalisiert und missbraucht wird, liegt auf der Hand. Umso wichtiger ist es, Geschichte zu studieren. Das kann nicht unsere Perspektive sein. Die russische Revolution, ich betrachte jetzt hier die beiden Umstürze im Februar und Oktober als Einheit, war nicht einfach nur eine Zeit der Wirren oder ein Betriebsunfall. Immerhin haben die Folgen der Revolution Russland tiefgreifend verwandelt. Die Prägungen der Menschen wirken bis heute nach. Und darüber hinaus haben ihre Folgen die Welt verändert. Denken wir nur an die internationalen Beziehungen. Sie haben schon einiges erwähnt, an den Zweiten Weltkrieg, an den Kalten Krieg,
und das jahrzehntelange Auseinanderfallen der Welt in zwei Blöcke, das auch innenpolitisch im Westen wie im Osten eine große Wirkung hatten. Denken wir auch an die Politik im sogenannten Westen, so zu handeln, dass die Menschen nicht die Alternative einer kommunistischen Ordnung für attraktiv erhielten. Oder an die zahlreichen sozialen Bewegungen und Aufstände, die sich eben doch auf das Vorbild der Revolution bezogen. Denken wir aber auch daran, dass die Revolution schließlich in Gewalt und Terror unterging. Und schließlich denken wir an die großen Hoffnungen, Sehnsüchte und Erwartungen unzähliger Menschen, die mit der Revolution verbunden waren. Welche Perspektiven können wir daraus entwickeln, die auf den Erfahrungen der russischen Revolution beruhen? Die Revolution wurde, zugespitzt gesagt, dadurch verursacht, dass die verantwortlichen Träger des zaristischen Herrschaftssystems nicht mehr in der Lage waren, das Potenzial, das in der Gesellschaft des Reiches vorhanden war, angemessen zu entwickeln, trotz aller Fortschritte und Aufschwungtendenzen. In den Krisen während des russisch-japanischen Krieges 1904-5 und während des Ersten Weltkrieges zeigte sich die Unfähigkeit der zarischen Regierung und der herrschenden Kräfte besonders deutlich. Die Autorität und Legitimation des Systems zerfiel und leitete in die revolutionären Aufbrüche von 1905 und 1917 über. 1905 gelang es noch, die aufständische Arbeiterschaft mit den Rebellierenden, die aufständische Arbeiterschaft mit den rebellierenden nationalen Gruppierungen und mit der erst allmählich erstarkenden Bauernbewegung zu vereinen. Während des Ersten Weltkrieges wuchs dann aufgrund der Überlastung der Wirtschaft und der zunehmenden Nahrungsmittelknappheit überall im Land die Kritik am zarischen System. Ende Februar 1917 gingen dann Demonstrationen in Petrograd, wie St. Petersburg damals hieß, in denen nicht zuletzt Frauen eine bessere Lebensmittelversorgung forderten, in eine Revolution über. Im Jahr 1917 vereinten sich vorübergehend Arbeiter, Bauern, Soldaten und nationale Bewegungen. Hier ein Foto aus einer Demonstration während der Februarrevolution in Petrograd 1917. Die Forderungen der Massenbewegungen im Revolutionsjahr spiegeln diese Einheit und zugleich die Strukturprobleme des Landes. Brot, Land, Freiheit, Arbeiterkontrolle oder gar Selbstverwaltung in den Betrieben, Frieden ohne Annexionen, nationale Selbstbestimmung, eine neue Verfassung bis hin zu alle Macht den Räten, den Sowjets. Mit der Februarrevolution standen diese Forderungen im Raum. Nach dem Thronverzicht des Zaren hatte sich eine sogenannte Doppelherrschaft gebildet. Die provisorische Regierung bestand, die eine Seite der Doppelherrschaft, bestand vorwiegend aus Ministern des liberalen Lagers und führte die Staatsgeschäfte. Ministerpräsident war hier. Entschuldigung, ist alles etwas da. Fürst Lwow. Und wichtig ist hier Kerensky, damals Justizminister, aus einer kleinen sozialistischen Partei stammt, der später Ministerpräsident wurde und der letzte Ministerpräsident der provisorischen Regierung war. Die Macht lag zunächst in den Händen des Petrograder Sowjets, des Rates der Arbeiter- und Soldatendeputierten, in dem anfangs meist parteilose Anhänger gemäßigter sozialistischer Richtungen die Mehrheit hatten. Hier eine Aufnahme von 1917 des Arbeiter- und Soldatenrates im Taurischen Palais in Petrograd. Also man sieht deutlich den Unterschied, der schon in dieser Verhaltensweise, die wohlsituierten Mitglieder der Regierung und dann diese Massen, die auch ein Herrschaftsorgan bildeten, eben den Sowjet, der in direkter Demokratie Beschlüsse fasste und versuchte, sie umzusetzen. Aufgrund seiner Autorität formulierte der Sowjet Grundsätze der Politik und kontrollierte die Regierung. Sie konnte nichts tun ohne Zustimmung des Sowjets in der Anfangsphase.
dieser Doppelherrschaft gelang es aber nicht, die Forderungen der Massenbewegung, die ich eben genannt habe, in praktische Politik umzusetzen. Sie überließ, also sie wollte die Entscheidung über die wichtigsten Fragen der künftigen verfassunggebenden Versammlung überlassen, deren Wahl sie allerdings immer wieder hinausschob. Streiks und Demonstrationen häuften sich bald wieder in den Dörfern, verjagten die Bauern vielerorts die Gutsbesitzer und verteilten deren Land unter sich, ohne Genehmigung durch die Regierung. In vielen Regionen gärte es, die nationalen Bewegungen meldeten nachdrücklich ihre Forderungen nach Selbstbestimmung an. Auch als Ende April nach einer Regierungskrise Vertreter des Sowjets in die Regierung eintraten und damit die Doppelherrschaft faktisch beendeten, denn jetzt waren die Vertreter des Sowjets auch in der Regierung, es gab nicht mehr eine Gewaltenteilung, änderte sich nichts Wesentliches ebenso nach weiteren Kabinettsumbildungen. In der Bevölkerung wuchs die Unzufriedenheit mit der Regierung und nun auch mit den gemäßigt linken Parteien, die sie unterstützten. Hier eine Aufnahme, auch wieder aus Petrograd, Demonstration zum 1. Mai. Man sieht hier zum Beispiel diese berühmte Losung Land und Freiheit oder hier für eine demokratische Republik oder hier entfernen wir uns von der alten Welt, sagen wir uns los von der alten Welt. Nutznießer dieser Entwicklung der Radikalisierung der Massen waren die Bolschewiki, der radikale Flügel der russischen Sozialdemokratie, die sich später dann Kommunisten nannten. Als einzige größere Partei unterstützten sie die Forderungen der Massenbewegung kompromisslos. Nach gewaltsamen Zusammenstößen Anfang Juli nahmen die Bolschewiki sogar in Kauf, dass viele ihrer Aktivisten verhaftet wurden oder in den Untergrund gehen mussten. Das erhöhte ihre Popularität. Ihr Ansehen stieg noch weiter, als Ende August ein Putschversuch rechtsgerichteter Militärs nur mit ihrer Hilfe niedergeschlagen werden konnte. Die Regierung musste die Bolschewiki und ihre Einheiten zu Hilfe rufen. Die Regierung genoss kaum noch Vertrauen, während sich in den Sowjets, die sich inzwischen in ganz Russland gebildet hatten, überall im raschen Tempo die Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Bolschewiki zu wandeln begannen. Wladimir Lenin, der eine der führenden Persönlichkeiten der Bolschewiki, aber damals noch keineswegs unumstritten, drängte aus seinem Versteck zur Tat, zum Aufstand, nachdem seine Versuche, sich mit den gemäßigten Sozialisten über die friedliche Weiterentwicklung der Revolution zu einigen, gescheitert war. Andere Mitglieder des Zentralkomitees widersprachen ihm und brachten die Aufstandspläne sogar an die Öffentlichkeit. Die Arbeiterschaft in Petrograd und in weiteren Städten radikalisierte sich derweil zusehends und drohte die Bolschewiki, man könnte sagen, links zu überholen. Am 10. Oktober, russischer Zeitrechnung, stimmte das Zentralkomitee schließlich Lenin zu. Schon zuvor hatte der Petrograder Sowjet Leo Trotzki, auch einer der führenden Bolschewiki, zum Vorsitzenden gewählt, einen bedeutenden Theoretiker, glänzenden Redner und fähigen Organisator. Ihm gelang es, die Voraussetzungen für den Aufstand zu schaffen. Als die provisorische Regierung die Parteizeitung der Bolschewiki verbot und damit zum Angriff überging, besetzten bewaffnete Einheiten des Sowjets und der Bolschewiki in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober die wichtigsten Gebäude der Stadt und verhafteten die meisten Regierungsmitglieder. So war der Oktoberumsturz zwar keine Folge von Demonstrationen und eines unmittelbar keine Folge von Demonstrationen eines Generalstreiks wie die Februarrevolution, sondern eine gezielte Aktion bewaffneter Arbeiter und Soldaten unter der Leitung von Bolschewiki und mit ihnen verbündeter Kräfte. Aber es war eine vorab in der Öffentlichkeit diskutierte Aktion, die unter dem Druck der Massenbewegungen zustande gekommen war. Also keineswegs eine geheime Verschwörung, ein Putsch oder ein Staatsstreich. Und unmittelbar nach dem Umsturz erfüllten der zweite allrussische Sowjetkongress und die neue provisorische Regierung, der Rat der Volkskommissare, die erwähnten zentralen Forderungen, zumindest auf dem Papier.
mit dem Dekret über Grund und Boden, mit dem Dekret über den Frieden, mit der Deklaration über die Rechte der Völker, mit dem Dekret über die Arbeiterkontrolle. Auch die verfassungsgebende Nationalversammlung wurde nun gewählt. Hier eine Demonstration für die Wahl der Nationalversammlung. Und auf dieser Losung hier, auf diesem Banner, heißt es, dass auch die Frauen ihren Platz in der Nationalversammlung haben sollen. Sie hatten nämlich das Wahlrecht bekommen. 1917, als hier in der Schweiz noch etwas entfernt war. Als die gewählte Mehrheit der Nationalversammlung jedoch die Ergebnisse, oder ich muss so sagen, die Mehrheit gehörte einer gemäßigten Richtung der Sozialisten, an den Sozialrevolutionären, die auf dem Land sehr stark waren, in den Großstädten hatten die Bolschewiki die Mehrheit, aber eben es reichte nicht zur Mehrheit in der Versammlung. Als die Mehrheit die Ergebnisse des Oktoberumsturzes nicht anerkennen wollte, löste die Sowjetregierung inzwischen eine Koalition zwischen Bolschewiki und linken Sozialrevolutionären diese auf. Das ist sicher eine entscheidende Zäsur. Der dritte Sowjetkongress erklärte im Januar 1918 das Land zur Sowjetrepublik. Der Schriftsteller Konstantin Paustowski erinnerte sich, dass er mit vielen anderen die Februarrevolution mit Freudentränen begrüßt hatte. Die Menschen waren sich in die Arme gefallen. Die Oktoberrevolution hingegen hatte in ihm keine Begeisterung hervorgerufen und er hatte beobachtet, dass viele eher verunsichert erwarteten, was denn nun kommen werde. Was kam, entsprach zunächst nicht den Hoffnungen, wie sie in der Bevölkerung verbreitet waren. Die ersehnte Weltrevolution und damit eine breite internationale Unterstützung blieb aus. Stattdessen folgten der Diktatfrieden von Brest-Litowsk mit Deutschland und Österreich-Ungarn, der mehrjährige Bürgerkrieg mit zahlreichen Opfern und unvorstellbaren Grausamkeiten, mit weißem und rotem Terror, wie es ganz offiziell hieß, das militärische Eingreifen mehrerer ausländischer Mächte, ein dramatischer wirtschaftlicher Niedergang, Hunger und Seuchen, Elend und Not. Nur ein Plakat aus dem Bürgerkrieg möchte ich hier zeigen. Die Donetsk-Kohle muss unser sein. Da geht es heute noch drum, in gegenwärtigen Auseinandersetzungen. Kohle hatte eine entscheidende wirtschaftliche Bedeutung für die Ukraine wie für Russland. Und hier heißt es, wenn es keine Kohle gibt, dann stehen die Fabriken still. Wenn es keine Kohle gibt, stehen die Eisenbahnen still. Und solange der Don nicht unser ist, wird der Hunger uns beherrschen. Und der Rotarmist zeigt hier mit seiner Flagge Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik auf die Fabriken des schwerindustriellen Gebiets der Ukraine und er steht auf einem der Konterrevolutionäre, symbolisiert als der General Denikin und hier unten heißt es auch, der Sieg über die Denikinschen Banden wird der Sieg über den Hunger sein. Trotz all der Opfer und der Schwierigkeiten blieben die Ideen von 1917 lebendig. Ich nenne beispielhaft nur einige Maßnahmen, die trotz aller Hindernisse durch Bürgerkrieg und Wirtschaftskrise in Angriff genommen wurden. 1918 entschied sich die Kommunistische Partei nach heftigen Diskussionen, den Sozialismus unmittelbar ohne Umwege über staatskapitalistische Formen aufzubauen. Um diesen Anspruch symbolisch auszudrücken, der dann durch die Bürgerkriegszeit verzerrt worden sei, bürgerte sich für die folgende Periode bis 1921 der Begriff Kriegskommunismus ein. Auch hier als Symbol dieses Foto aus dem Winterpalast des ehemaligen Zaren in Petrograd. Jetzt sind hier Bauern, es ist eine Kantine der Bauern geworden. Deutlicher könnte man nicht zeigen, wie sich die Verhältnisse geändert haben. Eine Aufnahme von November 1918 anlässlich der Feiern zum ersten Jahrestag der Revolution.
Experimente in der Bauernpolitik, eine Bildungspolitik, eine Bildungskonzeption, man sagt, vom Kinde aus, beispielsweise mit einer Abschaffung von Strafen, Prüfungen und Hausaufgaben in den Schulen, Reformen im Gesundheitswesen und in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die sich auf den Bedarf der Bevölkerung einstellen sollten, radikale Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau, Ansätze für neue Formen einer betrieblichen Mitbestimmung und Selbstverwaltung, die Verbindung von damals modernster Technik, der Elektrifizierung, mit sozialen Verbesserungen in einem langfristigen Wirtschaftsplan, ein Aufschwung von künstlerischer Avantgarde und proletarischer Kultur, wie es damals hieß. All das sind Hinweise auf zahlreiche Versuche, so viel wie möglich von den ursprünglichen Absichten zu verwirklichen. Hier eine Aufnahme auch vom ersten Jahrestag der Oktoberrevolution im November 1918. Die Teilnehmer dieses Festes, also hier viele Kinder zum Beispiel, Blasmusik, Menschen aus allen Regionen des Reichs oder der Umgebung zumindest. Hinten sieht man ein Spruchband, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. All diese Menschen und viele Künstler 1918 machten die Stadt zum Theater, zu einem Kunstforum. Und wenn man sich das mal anschaut und vergleicht das mit den Feierlichkeiten in der Stalinzeit, Sie werden das ja in den späteren Vorträgen noch hören, da sind die Massen diszipliniert, da weicht keiner einen Zentimeter von seinem festgelegten Standpunkt ab. Hier sieht das noch sehr unordentlich aus. Und auch das drückt auch qualitativ hier etwas aus. Und noch ein Bild von diesen Feierlichkeiten. Der Nervsker Bogen, der Triumphbogen in Petrograd, hier geschmückt mit Arbeiter und Bauern und oben drüber, wir sind die Macht. Kommt einem auch nicht ganz unbekannt vor. Auch die Vorstellungen von politischer Autonomie und Selbstverwaltung gingen nicht völlig verloren. Einen bislang viel zu wenig gewürdigten Höhepunkt des Bestrebens, wieder zu den Ideen von 1917 zurückzukehren, bildete die 9. Konferenz der Kommunistischen Partei 1920 zugleich ein Höhepunkt der innerparteilichen Demokratie, die es damals durchaus noch gab. Vorrechte von Parteimitgliedern sollten abgeschafft, ein regelmäßiges Rotationssystem für die Funktionäre eingeführt werden, Repressalien gegen Mitglieder, die von der herrschenden Meinung abwichen, wurden untersagt und die innerparteiliche Kritik ermuntert. Zu diesem Zweck gab man ein besonderes Diskussionsblatt heraus. Parallel dazu diskutierten kommunistische Oppositionsgruppen, aber auch andere politische Kräfte, wie denn eine Selbstorganisation der Arbeiterklasse, eine Produzentendemokratie, eine Neubelebung der Sowjets oder eine Dezentralisierung der Staatsmacht erreicht werden können. Auch wenn 1921 aufgrund einer schweren Wirtschafts- und Hungerkrise erst einmal die weit gespannten Hoffnungen zusammenbrachen und das meiste auch später nicht verwirklicht werden konnte, lohnt es sich, daran zu erinnern. Das betrifft ebenso die Utopien und Visionen für eine zukünftige Gesellschaft, etwa einer voll elektrifizierten und automatisierten Wirtschaft, in der es keinen Hunger, kein Elend und keine Ausbeutung mehr gibt, einer Gesellschaft, die sich selbst verwaltet und ohne Staat auskommt, Ideen einer Weltgemeinschaft, eines allseitig gebildeten und gesellschaftlich engagierten neuen Menschen, der Überwindung des Todes oder der Eroberung des Kosmos. All diese Visionen, auch wenn sie vielleicht teilweise sehr abseitig klingen, können uns anregen, selbst über die Gestaltung der Zukunft nachzudenken. Hier also ein paar Eindrücke, die Titelseite des ersten Heftes der Zeitschrift Die Kommunistische Internationale. Diese Organisation wurde 1919 in Moskau gegründet. Der Proletarier zerschlägt die Ketten der Ausbeutung, die um die Welt gespannt sind. Oder ein ganz berühmtes Gemälde von 1921 von Konstantin Huon, der neue Planet, heißt dieses Gemälde. Als dramatisches kosmisches Ereignis entsteht mit der Revolution ein neuer Planet, in dem die Hoffnungen und Träume der Menschen Wirklichkeit werden.
und schließlich konsequent daraus ein Plakat von 1919 aus dem Ural. Ein Arbeiter weist einem Bauern den Weg in den Kosmos und das heißt dann, bald wird die Welt uns gehören, die ganze Welt uns gehören, also auch der Kosmos. Damals allerdings standen an der konsequenten Umsetzung der ursprünglichen Ziele und der Visionen für eine zukünftige Gesellschaft nicht nur die militärischen Erfordernisse des Bürgerkrieges und die dadurch begünstigten Tendenzen zur Zentralisierung und politischen Straffung sowie der wirtschaftliche Niedergang entgegen, sondern auch der sogenannte subjektive Faktor. Bei den Spitzenfunktionären der Partei waren Prägungen aus der Zeit der Untergrundarbeit und des Exils vor der Revolution spürbar. Der Druck ständiger Überwachung und Verfolgung, die Isolierung in kleinen Gruppen, abgeschnitten von fundierten Informationen, die revolutionäre Ungeduld, endlich die gesellschaftlichen Verhältnisse stürzen zu können, die Enge, unter der die Diskussionen über Aktivitäten geführt und die Vorbereitungen für das Handeln getätigt werden mussten, brachten es mit sich, verbohrt auf dem eigenen Standpunkt zu beharren, kleinlich und rechthaberisch zu streiten, misstrauisch andere Gruppenmitglieder zu beobachten, es könnte ja ein Spitzel sein, schließlich Entscheidungen in einem kleinen Kreis von Vertrauten zu fällen und dann von oben nach unten durchzusetzen. Die Denk- und Verhaltensweisen, die sich dabei herausbildeten, begünstigten es nicht eben, auf die vielfältigen Lebenswelten der Menschen in Russland einzugehen, sowie langwierige demokratische Entscheidungsprozesse von unten nach oben mit Offenheit, Reflexion und Anerkennung anderer Standpunkte oder gar deren Übernahme den Vorrang zu geben. Als mindestens ebenso wichtig erwies es sich, dass die Massenbasis für die Unterstützung der Ziele nicht mehr vorhanden war. Im Laufe des Jahres 1917 hatten die Losungen der Bolschewiki breiten Anklang gefunden und unmittelbar nach dem Oktoberumsturz hatte sich ein deutlicher Schwung für einen raschen Aufbau des Sozialismus entfaltet. Doch in den folgenden Jahren bröckelte die Unterstützung. Viele Menschen waren enttäuscht, dass die neue Gesellschaft auf sich warten ließ und stattdessen der Alltag immer trostloser wurde. Andere waren gerade von diesem Alltag erdrückt, sodass sie gar nicht mehr an Utopien denken konnten. Vor allem jedoch war ein Großteil derer, die sich bewusst für die revolutionären Ziele eingesetzt hatten, im Bürgerkrieg oder durch Krankheiten und Seuchen umgekommen. Von den neuen Menschen, deren Bewusstsein und Tatkraft notwendig waren, gab es noch viel zu wenige. So konnte der Zirkel nicht durchbrochen werden, dass zwar, wie Marx und Engels festgestellt hatten, das Sein, der Lebensprozess, die Lebenswirklichkeit, das Bewusstsein bestimmt, doch dass sich dieses zugleich so weit entwickeln muss, dass es auf die Veränderung des Seins Einfluss nehmen kann. All diese Faktoren, die internationale Einkreisung der Sowjetrepublik ebenso wie die inneren Bedingungen, förderten ein Denken, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, sich in einer belagerten Festung zu befinden, aus der man sich nur und der Einsatz aller Mittel befreien könne, ein Denken, das wir bis heute in Russland finden. Auch hier ein Plakat, die Schlange des Imperialismus hat die belagerte Festung der Sowjetrepublik umfangen, will sie zerdrücken und bedroht die Menschen, die versuchen, diese Schlange zu erlegen. Hinten scheint die Sonne der Revolution und die Losung lautet Tod dem Weltimperialismus. Das drückt diese Befindlichkeit, sich in einer engen, in einer belagerten Festung zu befinden und um sich schlagen zu müssen, um sich zu befreien, aus. Und das förderte eben nicht gerade die demokratisch-sozialistische Entwicklung. Und damit stellt sich die Frage nach der Gewalt, die mit der Revolution verbunden ist. Lesen wir die 1929 veröffentlichten und vor kurzem den 1929 veröffentlichten und vor kurzem wiederentdeckten Roman des ehemaligen Sozialrevolutionärs Michail Ossorgin, Eine Straße in Moskau.
so liegt es nahe, in der Erschießung von Unschuldigen während der Terrorzeit des Bürgerkriegs die Wurzel des Übels und des Abweichens von den Idealen der sozialistischen Revolution zu sehen, eine gerechte und bessere Gesellschaft aufzubauen. Die Macht kehrte wieder, sagt Osorgin, zugeknöpft in Uniformmantel und Lederjacke. In Paris Pasternaks berühmten Roman Dr. Zhivago, um noch einen Literaten hier als Zeugen zu zitieren, Dr. Zhivago, zwischen 1945 und 1954 geschrieben und 1988 erstmals in Russland publiziert, erklärt Juri Zhivago, der zunächst mit der Revolution sympathisierte, zitiere, meine Haltung ist durchaus revolutionär, aber heute denke ich, dass man mit Gewaltanwendung überhaupt nichts erreicht. Zum Guten muss man durch Gutes geführt werden. Darin drückte sich das Erfahrungsgedächtnis des Autors aus, seine Erinnerung an die Schlüsselereignisse von Revolution und Bürgerkrieg. Wie viele andere empfand er zumindest im Rückblick die von den Bolschewiki geduldete oder gar geförderte Gewalt als einen Bruch mit den revolutionären Zielen. Die Bolschewiki hatten kein konkretes Konzept, welche Rolle die Gewalt beim Aufbau der neuen Gesellschaft spielen sollte. Der Rechtsstaat galt ihnen als bürgerliche Errungenschaft und sie sahen offenbar nicht, wie notwendig erst einmal die Verfestigung rechtsstaatlicher Normen war, um auf dieser Grundlage ein neues sozialistisches Rechtssystem zu errichten. 1920 forderte der angesehene sozialistische Schriftsteller Wladimir Korolenko die Führung der Bolschewiki auf, der Willkür und dem Leid ein Ende zu setzen, dem Recht Geltung zu verschaffen und nicht, wie er schrieb, den Sozialismus durch Abwürgen der Freiheit einzuführen. Er konnte damit durchaus Eindruck hinterlassen, aber nichts ändern. Anatoli Lunatscharski, der damalige Volkskommissar für das Bildungswesen, begründete in späteren Äußerungen mehrfach die Haltung der Kommunisten. Ich zitiere, wir sind keine Kannibalen, auch keine Wölfe und schon gar nicht blutrünstig, wenn sich unser Herz auch zeitweilig unter einem Wolfspelz verbergen musste. Aber da ging es nicht anders, da mussten wir sehr hart, kühn und entschlossen sein. Die Kommunisten mussten die Henker der Konterrevolution sein. Und zu Korolenko habe er gesagt, zitiere wieder, wenn wir dann aber gesiegt haben werden und zum sozialistischen Aufbau übergehen, errichten wir jene hohe Ordnung, die Sie immer erträumt haben, dann also werden wir Sie hinzubitten und Ihnen sagen, kommen Sie zu uns. Dieses Denken war unter der vielen Bolschewiki weit verbreitet. So soll Lenin einmal nach der Oktoberrevolution zu Maxim Gorki, dem Schriftsteller, gesagt haben, er kenne nichts Besseres als Beethovens Klaviersonate Appassionata. Zitiere weiter, doch kann ich die Musik nicht oft hören. Sie greift die Nerven an. Man möchte liebevolle Dummheiten sagen und den Menschen die Köpfe streicheln, die in einer widerwärtigen Hölle leben und so etwas Schönes schaffen können. Aber heutzutage darf man niemandem den Kopf streicheln. Die Hand wird einem abgebissen. Man muss auf die Köpfe einschlagen. Mitleidlos einschlagen, obwohl wir unserem Ideal nach gegen jede Gewaltanwendung gegenüber den Menschen sind. Die Verhältnisse, so könnten wir diese Einstellung zusammenfassen, erzwangen ein Verhalten nach diesem Denken, das man eigentlich nicht wollte. Wenn sich die Verhältnisse gebessert hätten, würde man zu den ursprünglichen Zielen zurückkehren. Doch das Rad der Geschichte ließ sich nicht einfach zurückkehren. Die Bolschewiki orientierten sich an Marx' Einschätzung, die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Die Verantwortlichen im Partei- und Staatsapparat ließen deshalb der Gewalt zunächst weitgehend ihren Lauf in der Erwartung, dadurch würden nicht nur Gegner der Revolution eingeschüchtert oder ausgeschaltet, sondern auch die alten Strukturen zerstört. In diesem Rahmen gingen dann auch die neuen Behörden gegen tatsächliche oder vermutete Gegner der Revolution vor. Nach wie vor gab es allerdings keine einheitliche Linie. Vorstellungen einer gewaltsamen und einer friedlichen Entwicklung der Revolution liefen nebeneinander her. Auch während der chaotischen Jahre des Kriegskommunismus, des Bürgerkriegs und der bewaffneten Auseinandersetzungen auf dem Land,
als staatliche Kommandos Getreide beschlagnahmten und die Bauern zunehmend Widerstand leisteten, gab es immer wieder Versuche, willkürliche Gewalthandlungen zu unterbinden und geregelte Verfahren einzuführen. Aber insgesamt wurde das Problem offenbar nicht ernst genug genommen. Darüber hinaus blieben die Gewalterfahrungen der Kriege nicht folgenlos. Mit Ersten Weltkrieg, Bürgerkrieg und ausländischen Interventionen, Bauernaufständen und Kronstädteraufstand bestimmten kriegerische Vorgänge ununterbrochen zwischen 1914 und 1921 die Lebenswelten der Menschen. Das Militär beeinflusste Denken und Handeln der Soldaten und über sie vieler weiterer Menschen. Die Rote Armee wurde dann auch später als Instrument der Erziehung, Disziplinierung und sogenannter Zivilisierung, vor allem bäuerlicher Massen, als Mittel der Propaganda, Popularisierung von Wissen und Aufklärung eingesetzt. All das bewirkte eine Militarisierung beinahe aller Lebensbereiche, bis in Verwaltung, Kultur und Sprache hinein. Nachdem schon die Gesellschaft im Zarenreich in hohem Maße von Zwang und Unterdrückung bestimmt gewesen war, ergriff nun das Gewalthafte mehr und mehr Besitz von einem Großteil der Bevölkerung. Obwohl einige Bolschewiki, wie auch Lenin, immer wieder in kritischen Situationen fähig waren, sich auf die Wünsche großer Teile der Bevölkerung einzustellen, ihre Politik zu ändern und auch ihre theoretischen Anschauungen entsprechend anzupassen, verwandelte sich die Überzeugung, die Vernunft und die Wissenschaft auf ihrer Seite zu haben, allmählich in einen Mythos von der eigenen Unfehlbarkeit, wie sich Juri Zhivago ausdrückt. Damit kehrten die Machtmenschen der Wahrheit den Rücken. Und im Rückblick lässt Paris Pilignac, ein revolutionärer Schriftsteller, aber Gegner der kommunistischen Macht, in seinem Roman Der Salzspeicher von 1937, 1990 erst veröffentlicht, einen verbannten Revolutionär die zukünftige Gesellschaft mit den Worten schildern: Alle werden Genossen sein. Und alle, die das anfangs nicht wollen, die sperren wir ins Irrenhaus. Dies traf im Kern durchaus eine verbreitete Gesinnung, die sich auch in praktisches Handeln umsetzte. Wenn Sie daran denken, wie in der Geschichte der Sowjetunion viele Oppositionelle in den sogenannten Irrenanstalten landeten. Es gab kein Vorbild einer sozialistischen Revolution, auf das sich die Bolschewiki stützen konnten. Fast schon schematisch orientierten sie sich vielfach bei ihren Maßnahmen während des Kriegskommunismus an noch sehr skizzenhaften Überlegungen von Marx zur Gestaltung der zukünftigen Gesellschaft. Das traf sich mit ihrem Anspruch, Politik wissenschaftlich zu begründen. Und dies beinhaltete auch die Vorstellung, man könne Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte feststellen. Deshalb setzten führende Bolschewiki die Ereignisse in eine Beziehung zur Französischen Revolution sowie zur Pariser Kommune von 1871, die Frankreich in einen Bund souveräner Gemeinden hatte umwandeln wollen. Die russischen Kommunisten wollten die bürgerliche Revolution von 1789 weiterführen. Die damals verkündeten Menschenrechte und Gleichheit aller Staatsbürger sollten ihre praktische Erfüllung finden, indem auch die nach wie vor beteiligten Bevölkerungsgruppen, die Arbeiter und Bauern ebenso wie die Frauen und Minderheiten endlich frei und gleichberechtigt würden. Die Idee der Nation, die in Frankreich der Idee der absoluten Monarchie gegenübergestellt worden war, sollte durch die Idee der internationalen Klassensolidarität sowie der Überwindung von Nation und Staat in einer Weltgesellschaft vereinigt auf der Grundlage von selbstverwalteten Assoziationen abgelöst werden. Lenin entwickelte in der 1917 verfassten, fragmentgebliebenen Schrift Staat und Revolution seine Ideen für ein Rätesystem aus den Organisationsformen der Pariser Kommune. Am 74. Tag nach der Oktoberrevolution soll er vor dem Petrograder Winterpalast vor Freude getanzt haben, weil damit die Dauer der Kommune überschritten war. Für ihn ein Zeichen, dass der Sozialismus in Russland tatsächlich eine Zukunft habe. Im Zusammenhang mit ihrer Hinwendung zu den französischen Revolutionen als Bezugspunkt und Bestätigung war unter den Bolschewiki auch die Meinung verbreitet, Gewalt gegen die Gegner der Revolution sei nicht zu vermeiden.
Die Abläufe von der Februar- zur Oktoberrevolution verglich man mit den Geschehnissen in Frankreich, von der Volksrevolution mit dem Sturm auf die Pariser Bastille am 14. Juli 1789, über den Zug der Frauen nach Versailles am 6. Oktober, über den Sturz der gemäßigten Girondisten 1793 bis zur Herrschaft der radikalen Jakobiner und den Aktivitäten der Sans-Culottes. Der folgende Terreur Maximilien Robespierres und seiner Anhänger, dem unzählige Menschen zum Opfer fielen, erschienen als notwendiger Bestandteil des revolutionären Prozesses. Entsprechend wurde die Diktatur des Proletariats in Russland als Übergangsphase zur Sicherung der neuen Ordnung verstanden. Deshalb sah man es fast als historisch zwingend an, gegen die Feinde der Revolution, gegen die Attentatsversuche, gegen die militärischen Interventionen der kapitalistischen Mächte und gegen die Gewaltmaßnahmen der Weißen im Bürgerkrieg zum Mittel des roten Terrors zu greifen. Die Analogie ging noch weiter. Nicht wenige Bolschewiki fürchteten, dass sich der Sturz Robespierres und der Jakobinerherrschaft ebenso wie die folgende Reaktion, die blutigen Racheakte an den zuvor Herrschenden und schließlich die Alleinherrschaft Napoleon Bonapartes wiederholen könne. Napoleon III. Hatte 1848 eine derartige Wiederholung vorgeführt, die damalige Revolution beendet und sich zum Alleinherrscher gemacht. Viele Bolschewiki kannten Karl Marx' Analyse dieser Vorgänge, die er mit der berühmten Formulierung eingeleitet hatte, alle großen weltgeschichtlichen Ereignisse und Personen ereigneten sich sozusagen zweimal. Das erste Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Eine weitere Revolution, diesmal im Fall der russischen Revolution, was wäre das dann gewesen, wollten die Bolschewiki mit allen Mitteln vermeiden, auch mit dem Einsatz von Gewalt gegen die äußeren und inneren Feinde. Und selbst innerhalb der bolschewistischen Führungsspitze wurde jedes Anzeichen misstrauisch beobachtet, das darauf hindeuten konnte, jemand strebe nach der Alleinherrschaft, nach neuem Bonapartismus. Derartige Verdächtigungen trafen zunächst Trotzki, der in der Bevölkerung und insbesondere unter den Soldaten der Roten Armee als Sieger im Bürgerkrieg und bildgewaltiger Visionär beliebt war, jedoch viele Parteigenossen vor den Kopf stieß, weil er sich seine intellektuelle Überlegenheit spüren ließ und zu einsamen Entscheidungen neigte. Später musste Trotzki aus der Partei ausgeschlossen und aus der UdSSR ausgewiesen, selbst feststellen, dass sich in der Sowjetunion eine Analogie zur französischen Revolution vollziehe, nämlich, dass die Erschießung der alten Revolutionäre vorbereitet werde, bis er dann Stalin als neuen Alleinherrscher beschuldigte, die Vernichtung der Revolutionäre im Namen der Revolution zu vollstrecken. Dieses oft schematische Denken in Gesetzmäßigkeiten und historischen Analogien verbunden mit dem Bewusstsein, die wissenschaftlich begründete, richtige Einsicht zu besitzen, versperrte vielfach den Blick auf die tatsächlichen Zusammenhänge. Einzelne Erfolge wurden überbewertet, die sich vertiefende Kluft zwischen Ansprüchen und Erreichtem hingegen unterschätzte. Die Menschen, die die Revolution 1917 begrüßt oder zumindest mit verhaltenen, abwartenden Hoffnungen in die Zukunft geblickt hatten, wünschen sich Frieden, Ruhe, genügend Land und eine zusätzliche Kuh zur Sicherung der eigenen Existenz, ausreichend zu essen und eine angemessene Wohnung. Die Elektrifizierung sollte ihnen Licht und Arbeitserleichterung bringen. Die Visionen der Kommunisten waren ihnen viel zu weit entfernt. Je tiefer die Lebensbedingungen und die Zukunftsutopien auseinanderklafften, desto rascher neigte ein Großteil der Bolschewiki dazu, Gewalt einzusetzen. Die Utopien verkamen zu schönen Versprechungen für die Zukunft. Was also bleibt von der russischen Revolution? Die Vorgänge von Februar bis Oktober 1917 in Russland bildeten einen Prozess revolutionären Wollens, der sich aus den Lebenswelten der Menschen entfaltete, im Laufe des Jahres radikalisierte und zu zwiespältigen Folgen führte. Die Ideen, die sich in der Revolution äußerten, verbreiteten sich über die ganze Welt. So wie die französische Revolution trotz aller negativen Auswirkungen für uns heute noch ein Bezugspunkt für das Streben nach Freiheit und Menschenrechten ist,
wird die russische Revolution als ein Bestandteil dieses Strebens nach einer gerechten und besseren Welt lebendig bleiben. Revolutionen versprechen allerdings in der Regel mehr, als sie einlösen können. Deshalb ist die Erinnerung an die russische Revolution auch verbunden mit der Trauer um die Opfer, die sie forderte, um das Leid, das sie brachte, um das Scheitern der Erwartungen, die sie geweckt hatte. Bis heute sind die Forderungen nach ausreichender Ernährung, nach einer gerechten Landverteilung, nach Frieden und Freiheit, nach Autonomie, Mitbestimmung und Selbstverwaltung, nach einer Verbindung von moderner Technik und sozialer Politik sowie nach einer Überwindung der kapitalistischen Wachstumsgesellschaft zeitgemäß. Deshalb müssen wir uns mit der russischen Revolution beschäftigen, als einer entscheidenden Voraussetzung für den Verlauf der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wir müssen uns damit beschäftigen, um an vielen Ideen, Visionen, Konzeptionen und Maßnahmen anknüpfen zu können, die nach wie vor aktuell sind. Aber anders als die Bolschewiki müssen wir dafür Fantasie, eine Hinwendung zu den Menschen, den Willen, Brücken zwischen den Lebenswelten zu schlagen, Selbstreflexion, ein Denken in Möglichkeiten und Alternativen entwickeln. Weiter müssen wir uns mit der russischen Revolution beschäftigen, um zu fragen, warum sich die Hoffnungen vieler Menschen, die mit ihr verbunden waren, nicht erfüllten, warum sie scheiterte, so viele Opfer forderte und so viel Leid brachte. Wir müssen uns damit beschäftigen, um die Mechanismen offenzulegen, wie die revolutionären Ziele und Ideale, die sich mit den Bedürfnissen des überwiegenden Teils der Bevölkerung deckten, in eine Politik von Gewalt und Unterdrückung umschlagen konnten. Auch aus dem Scheitern können wir lernen. Darüber hinaus vermag nach wie vor zu faszinieren, zu welcher Begeisterung, zu welchem Einsatz und zu welchen Zukunftsvorstellungen Menschen fähig sind, wie viel der Einzelne in der Geschichte bewegen kann und wie wirkungsvoll es ist, wenn er oder sie nicht isoliert, sondern innerhalb einer Bewegung aktiv wird. Weiter erkennen wir an der Revolution von 1917, wie vielschichtig die Lebenswelten und die Verhältnisse, aber auch die Sichtweisen der Akteure damals waren. Und das ist deshalb nicht verwundert, wenn heute ebenfalls die Beurteilungen der Revolution sehr unterschiedlich ausfallen. Einmal mehr wird deutlich, Geschichte setzt sich aus vielen Fragmenten und Wahrnehmungen zusammen. Die Kommunisten können nicht von vornherein als Verbrecher abqualifiziert werden. Doch im Nachhinein ist auch festzustellen, dass gerade ihre Unterschätzung des Problems der Gewalt, ihre Neigung zu übermäßiger Zentralisierung und zu einem Entscheidungsprozess von oben nach unten Keime einpflanzen, die im späteren System des Stalinismus Früchte trugen. Das bedeutet nicht zuletzt, die Entwicklung der Revolution zeigt anschaulich, dass oft etwas anderes als das Gewollte, wie Engels meinte, herauskommt, etwas anderes als der Mensch beabsichtigt hat. Die Sozialisten und Kommunisten in Russland wollten eine freie Gesellschaft, freier Menschen erreichen, eine, um nochmal Marx und Engels zu zitieren, Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. In der russischen Revolution konnten sich die ursprünglichen Ideen nicht durchsetzen. Wäre es unter anderen Verhältnissen, ohne den langen Bürgerkrieg, ohne die Intervention ausländischer Mächte, ohne die Lasten der Vergangenheit möglich gewesen? Wir wissen es nicht. Die russische Revolution zeigt jedenfalls, dass die Spannbreite zwischen den Ansprüchen der Revolutionäre und den Erwartungen der Menschen, um die es geht, zu groß war. Und sie zeigt weiter, im Einsatz von Gewalt gegen Oppositionelle und Andersdenkende lag der Keim des Scheiterns. Wenn also nach Wegen zur Veränderung der Gesellschaft gesucht wird, dann bedarf es nach den Erfahrungen der russischen Revolution einer überzeugenden Strategie, die Wünsche, Bedürfnisse, Hoffnungen und Sehnsüchte der Menschen aufzugreifen, und es bedarf einer überzeugenden Strategie der Gewaltlosigkeit. Die Beschäftigung mit der Geschichte der russischen Revolution mag uns lehren, wie das möglich sein könnte. Und jetzt hoffe ich auf eine spannende Diskussion.
von meiner Seite erst einmal ganz herzlichen Dank. Und gerne gebe ich das Mikrofon weiter in die Runde. Ich mache ein bisschen Licht, damit wir uns auch alle sehen. Die russisch-orthodoxe Kirche war von ihrer Führung her eine Stütze des alten Regimes, des zarischen Regimes, aber auch in der Kirche gärte es damals. Es gab einen, man kann fast sagen, revolutionären Bund von Priestern, die auch 1917 eine große Konferenz, eine Tagung gemacht haben und dafür warben, nicht gerade die Bolschewiki zu unterstützen, aber doch die demokratische Entwicklung und ein neues Verständnis von Kirche auch zu entwickeln, das eben nicht mehr diesen hierarchischen Stil hatte und nicht mehr unbedingt nur die Herrschenden förderte. Die Isolation des Landes, also das war eigentlich war ja gedacht, dass die Revolution sich weiter entwickelt und es war auch nicht erwartet, dass die Revolution eigentlich gerade in Russland, in einem so rückständigen landwirtschaftlichen Land sich ergibt, sondern dass das mehr in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern beginnen würde und dann blieb dann diese Revolution eigentlich aus und die Sowjetunion wurde ja völlig isoliert. Und auch von ausländischen Interventionen von verschiedenen Ländern wurde es ja auch bekämpft. Ja, das war die klassische Theorie der Sozialdemokratien, dass also die Revolution in den fortgeschrittenen Ländern ausbrechen müsse. Und deshalb ist, um das vielleicht doch noch anzufügen, der Petrograder Sowjet nicht in die Regierung gegangen oder hat nicht die Regierung gebildet, weil da die Mehrheit der Meinung war, das ist zu früh, der Sozialismus ist zu früh für Russland, wir müssen erst eine demokratische, kapitalistische Phase hinter uns haben, die wir aber kontrollieren können, indem wir die provisorische Regierung kontrollieren. Lenin hat die Theorie entwickelt und andere Bolschewiki auch, man muss den Imperialismus an dem schwächsten Glied der Kette zerbrechen und das war eben Russland, wie sich im Weltkrieg gezeigt hat und in der Revolution gezeigt hat. Und so ganz unbegründet waren die Hoffnungen ja nicht auf eine Weltrevolution. In Deutschland gärte es, es gab ja dort auch Unruhen unter den Matrosen, den Soldaten, es kam zur Revolution 1918, die dann nicht weitergeführt wurde. Es gab Umsturz in Bayern, es gab einen Umsturz, einen sozialistischen in Ungarn, es gab Aufstände in Frankreich, in England. Also man konnte schon begründet vermuten, ja, das wird hinübergreifen in andere Länder, es wird eine Weltrevolution geben. Man findet diese Diskussion, wie man sich politisch verhalten soll, dann beispielhaft in Auseinandersetzungen um den Frieden von Brest-Litowsk, wo im Zentralkomitee zunächst gesagt wurde, nein, wir wollen diesen Frieden nicht annehmen, der von den Deutschen und Österreichern diktiert wird, weil es die Weltrevolution ergeben wird und dann wird das alles hinweggespült werden. Und erst als dann die deutschen Truppen vordrangen weiter und Petrograd zu besetzen drohten, hat dann Lenin sich durchgesetzt und gesagt, wir brauchen die Atempause, die Revolution wird schon kommen, aber sie ist im Moment noch nicht da. Also an dieser Diskussion kann man das sehen, wie auch innerhalb der Partei diskutiert wurde, wie kann man die Erwartung, es gibt eine Weltrevolution, mit der praktischen Politik jetzt im Moment verbinden. Vielleicht noch ein Satz, es ging übrigens noch weiter. 1920 sah man nochmal in Deutschland die Möglichkeit für eine linksrevolutionäre Weiterentwicklung. 1923 im Aufstand der Kommunisten, der KPD. Noch einmal 1927 in England. Also es hat immer wieder mal solche Hoffnungen gegeben, die Revolution, Weltrevolution kommt doch, aber sie kam dann eben nicht.
Das hat diese Isolation, diese Belagerung, dieses Denken in der belagerten Festung begünstigt. Wurde denn in dieser Weltrevolution, wo ja die Ansätze Sie jetzt gezeigt haben, auch die Überwindung des Nationalismus damit der gesamten Staatlichkeit gesehen? Und was sollte dann an die Stelle dieser Staatlichkeit in den einzelnen nationalistischen Ländern treten? Was herrschten da für Vorstellungen? Ja, also man kann hier beispielsweise Lenins Schrift Staat und Revolution nehmen von 1917, wo ja noch die Entwicklung erhofft wird, dass in der Geschichte jetzt des neuen Staates, der jetzt kommen wird in der Revolution, dass dann der Staat absterben wird. Das war ja eine alte Überlegung auch schon von Marx, Landglossen zum Gotha-Programm, 1872 glaube ich, wo er eben auch prognostizierte, wenn eben die sozialistische Revolution einen bestimmten Verlauf nimmt, wird irgendwann der Staat absterben. Und es werden sich eben diese von mir erwähnten Assoziationen bilden, also kleine Gemeinschaften, die solidarisch miteinander über die ganze Welt verbunden sind. Das ist nie ausgeführt worden. Man kann sagen, naja, was soll das? Das geht doch gar nicht. Aber wer weiß, die Pariser Kommune hatte eben diese Idee des bundessouveräner Gemeinden. Und ich denke, das baute darauf auf. Man hat eben gedacht, man bildet diese kleinen Assoziationen, wo man sich versteht, wo man solidarisch handelt, die gehen dann über in direkte Demokratie, in Gemeinderäte. Und so geht dieses Rätesystem weiter bis zu größeren Einheiten, ja, bis zu einer Weltgemeinschaft. Niemand hat das bis ins Detail weitergedacht, weil auch die Vorstellung war, das muss sich dann entwickeln. Aber es hat in den 20er Jahren noch innerhalb der kommunistischen Internationale eine breite Diskussion darüber gegeben, wie man sich das denn vorstellen könne, dass sich so ein Rätesystem über die ganze Welt entwickeln könnte. Das sind sicher Utopien gewesen, aber höchst spannend. Und diese Zeitschrift, wo ich das Titelblatt hier gezeigt habe, die kommunistische Internationale, ist für diese Anfangszeit der Kommentare in den 20 Jahren ausgesprochen interessant und auch anregend für heutige Ideen, wie man denn eine Gemeinschaft von Regionen zum Beispiel in Europa ganz aktuell bilden könnte. Ich würde gerne noch mal nachfragen nach der Auflösung der konstituierenden Versammlung, die Sie ja auch angesprochen haben, eigentlich als Wendepunkt oder wie wir ihn heute als Wendepunkt sehen, weg von der Mehrparteiendemokratie oder einer Form von parlamentarischer Demokratie. Aber könnten Sie vielleicht etwas mehr noch sagen über die zeitgenössischen Reaktionen auf diese Auflösung der Konstituante, vor allem auch in den ausländischen sozialistischen Bewegungen, den Zusammenhang eben auch zwischen der ausbleibenden Weltrevolution und innerpolitischen Entwicklung? Ja, das hat sicher dazu beigetragen, dass sich die sozialistische Bewegung noch mehr als vorher Ansätze dazu gab, in einen sozialdemokratischen, einen kommunistischen Flügel gespalten hat und dass auch Teile der sozialistischen Linken nach dieser Zäsur in vielen europäischen Parteien dann nicht dazu bereit fanden, die kommunistische Internationale und die russischen Kommunisten zu unterstützen. Also insofern auch international verhängnisvoll, in Russland sicher auch. Diese Schließung der Nationalversammlung hat sicher dazu beigetragen, dass sich eine Gegenrevolution gebildet hat, dass es auch zumindest vorübergehend mal eine Einheit der verschiedenen nicht-kommunistischen Kräfte im Land gegeben hat, um jetzt dieses undemokratische Verhalten zu bekämpfen und die Bolschewiki wieder zu stürzen. Diese Einheit ist bald wieder zerbrochen unter diesen Weisen, aber ich denke, die Schließung der Konstituante hat hier eine große Rolle gespielt. Die Frage ist natürlich, was war die Alternative für die Bolschewiki? Und selbst Historiker, die jetzt eher
gegen dieses Verhalten letztlich argumentieren oder gegen auch den Oktoberumsturz sagen, dass es war ein Verhängnis für die russische Geschichte, sagen eigentlich, es blieb ihnen nicht so viel an Wahlmöglichkeiten. Denn man muss sehen, unmittelbar vorher, vor Zusammentreten der Konstituante, hatten Koalitionsgespräche zwischen den Bolschewiki und den gemäßigten sozialistischen Parteien, also Menschewiki, Sozialrevolutionär und so weiter, stattgefunden, zur Bildung einer gemeinsamen sozialistischen oder linksdemokratischen Regierung. Diese Verhandlungen waren ganz rasch gescheitert. Daran, das wird immer wieder gesagt, war einmal Lenin sicher, dafür war Lenin verantwortlich, weil er einfach nicht wollte, mit diesen anderen zusammenzuarbeiten. Man vergisst aber oft, darauf hinzuweisen, dass Lenin im September 1917 ein Bündnisangebot an diese Parteien gemacht hat für eine friedliche Weiterentwicklung der Revolution, das, ich denke, man wirklich ernst nehmen muss, das von ihm ernst gemeint war, was aber brüsk zurückgewiesen wurde. Und wenn Sie mal die Schriften im Jahr 1917 anschauen, und nicht nur Lenin, sondern auch andere Persönlichkeiten, die damals aktiv waren, werden Sie sehen, ab dann verschärft sich der Ton ungeheuer. Ja, da war wirklich jetzt eine Brücke zwischen den verschiedenen sozialistischen Parteien zerschlagen. Und dann kam eben hinzu, dass die gemäßigten Parteien in den Koalitionsverhandlungen vor allen Dingen zwei Forderungen stellten. Einmal, der Oktoberumschluss muss rückgängig gemacht werden. Die Arbeiter sollen ihre Waffen niederlegen und sich den Truppen der alten Regierung ergeben. Zweitens, wenn wir eine Regierung bilden, dürfen auf keinen Fall Lenin und Trotzki dabei sein. Das war unannehmbar. Das kann man doch nachvollziehen. Und dann blieb eigentlich nur übrig, sozusagen die Flucht nach vorne anzutreten und zu sagen, ja, dann bringt auch nicht mehr die verfassungsgebende Versammlung etwas. Da können wir nicht mitarbeiten. Wir müssen sie auflösen, wir müssen nach vorne gehen und eben den sozialistischen Staat, die sozialistische Sowjetrepublik ausrufen. Ich will das überhaupt nicht entschuldigen, aber ich denke, das sind die Gedankengänge, die da vor sich gehen. Ich habe eine Frage zur Rolle und Praxis der Gewalt in der Revolution, die Sie ja geschildert haben, und dass das sozusagen auch eine Etappe ist oder ein auslösendes Moment, ein begründendes Element, wo die ganze Sache dann in eine falsche Richtung läuft, wenn man das so bewerten darf. Welche Vorprägungen spielen da eine Rolle? Also ich denke, man weiß ja auch von faschistoiden Gewaltpraktiken und Männlichkeitsbildern der 1920er Jahre, dass sie auch eine Prägung aus dem Ersten Weltkrieg oft mitgebracht haben, also was kollektiv wie individuell nachweisbar ist. Also Klaus Teweleit hat das ja untersucht, pionierartig für die deutsche Revolution und die Niederschlagung durch diese Freikorps und so weiter. Also ist da eine gewisse Vorprägung vorhanden oder ist es eine situative Dynamik innerhalb der Revolution, die sich da kanalisiert? Oder dritte Möglichkeit, es gibt ja auch diese Massakerforschung, die darauf hingewiesen hat, dass also exzessive Gewalt auch etwas damit zu tun hat mit dem Gefühl der Einkreisung, mit dem Gefühl der sozialen der Unterlegenheit, sodass man zum Beispiel den anderen Gegner gar nicht sehen kann und dass da unsichtbar ist, dass man sich irgendwie diffus bedroht fühlt und das, was dann sich in der entsprechenden Gewaltpraxis niederschlägt. Aber kann man da einen Grund priorisieren oder spielt das alles eine Rolle oder ist es eine bewusste Entscheidung, also auf intentionaler Ebene oder wie? Das sicher nicht. Also ich denke auch, es sind Vorprägungen da, aber vielleicht auch andere als in Deutschland. Ich denke, dieser Männlichkeitskult, wie ihn Teweleit herausgearbeitet hat, spielt nicht so eine große Rolle in Russland. Die Erfahrung des Krieges natürlich schon. Also es waren ja drei nochmal blutige Erfahrungen für die russischen Soldaten. Lagen hinter ihnen, als im Jahr 1917 ja massenhaft die Armee verlassen haben, um auf dem Land nun das Land zu verteilen, spontan zu verteilen und auch noch eben ein Stück zu bekommen, ein wichtiger Faktor für die Revolution auch. Also diese Gewalterfahrung im Krieg, diese Brutalisierung im Krieg spielt sicher eine große Rolle. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die die ganze Geschichte Russlands unter dem Stichwort Gewalt, weil Russland ist gewalttätig, es braucht auch immer nur einen autoritären Herrscher, anders geht das gar nicht in Russland.
Das glaube ich nun nicht oder bin auch davon überzeugt nach den Forschungen, die es gibt, weil auf dem Land zum Beispiel, wo man immer wieder sagt, wenn die Bauern getrunken haben, dann wurden sie gewalttätig, hat es sicher auch gegeben, aber es hat auch sehr viel Nicht-Gewalt gegeben, es hat sehr viel Selbstverwaltung auf dem Land gegeben, was durchaus eine Basis für eine Räteverfassung oder etwas Ähnliches hätte bilden können. Ich denke, neben dieser Gewalterfahrung im Bürgerkrieg oder schon in Zarenreichen, dass eben ein offenes Wort in der Regel mit Repression verbunden war, häufig zumindest, dass man sich nicht offen äußern konnte, jedenfalls bis 1956 nicht, nachher wurde es dann ein bisschen liberaler. Das spielt sicher eine ganz große Rolle. Aber ich glaube auch, dass für diese Duldung der Gewalt durch die Spitzen der Kommunistischen Partei im Umfeld der Revolution und dann in den ersten Jahren und die Einführung auch des sogenannten Roten Terrors viel mit den Erfahrungen im Exil zu tun haben. Also da liegen für mich eigentlich die Exil- und Untergrundarbeit, die entscheidenden Prägungen, weniger jetzt in diesen Modellen Körpervorstellung, Männlichkeitsvorstellung. Müsste man vielleicht für Russland noch genauer untersuchen. Aber ich denke, dieses Gefühl, man ist immer eingeengt, man ist immer irgendwie im Untergrund, man wird verfolgt, man ist mit dem Rücken zur Wand schon vor der Revolution, jetzt wieder die ganzen großen Mächte, USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich, alle fallen über uns her und Japan wollen uns kaputt machen. Dieses dann, ich muss um mich schlagen, um mich zu befreien. Ich denke, das ist für die Entscheidung, ja, wir dulden oder wir fördern sogar diesen Terror, ein ganz entscheidender Faktor. Jetzt ist Anfang Oktober. Haben Sie eine Idee, wie Ende Oktober die Revolution bewertet wird, auch in Russland? Ich habe den Schluss nicht, wie die Revolution Ende Oktober. Ja. Hat noch nicht stattgefunden. Ja, ja. Und das ist das Interesse Ihres Vortrags, dass es vor diesem Fest stattfindet. Vielleicht wird alles anders vorgestellt in 3 Wochen oder nicht, oder wie auch in Russland. Ja, aber das ist eine kleine Frage, weil man es nicht weiß. Ja, wir wissen nicht, wie es dann tatsächlich laufen wird. Wir kennen nur die Planungen dafür und die habe ich am Anfang ja kurz dargestellt. Man soll sich versöhnen und die Revolution als Ereignis, als Geschichte wird eigentlich kaum noch dargestellt, sondern sagt, das ist eben eine Zeit der Wirren gewesen und wir müssen jetzt diese Zeit hinter uns lassen, wieder stark und einig sein, um Russland wieder groß zu machen. Und dafür weihen wir, das ist ja die zentrale Feier, geplante Feier, dann am 4. November dieses Versöhnungsdenkmal auf der Krim an. Ob es andere Gegenfeierlichkeiten geben wird, werden wir sehen. Die Gewalt der Kommunisten, der Bolschewiki am Anfang, fing eigentlich recht schnell an und dauerte in welcher Form auch immer bis zum Jahr 1989. Gut, später wurden die Leute weniger an die Wand gestellt, aber es gab viel subtilere und fast gleich menschenverachtende und brutale Gewaltformen auch noch. Ja, gibt es da eine Meinung? Wie lange hätten sich die Bolschewiki an der Macht gehalten mit demokratischen Mitteln ohne Gewalt? Ich glaube, zunächst einmal stellte sich die Frage so nicht, unmittelbar nach dem Umsturz. Wenn Sie mal anschauen, wie sah es da mit der Gewalt aus? Während des Jahres 1917 finden wir immer wieder Beispiele, wo meinetwegen jetzt etwa Trotzki in Demonstrationen, wenn die Massen, irgendwelche Soldaten, irgendwelche Leute jetzt gegen Vertreter der Regierung vorgingen und sie auch bedrohten, dass sich auch die Bolschewiki für sie eingesetzt haben, sie geschützt haben vor den
Massen. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Und dann kommt kurz nach dem Umsturz kommt ein erster, wenn man so will, Lynchmord irgendwelcher betrunkenen, bewaffneten Leute dringen in ein Krankenhaus ein, in dem zwei Mitglieder der ehemaligen provisorischen Regierung liegen und bringen sie um. Und das führt zu einer ungeheuren Erregung im ganzen Land. Lenin verurteilt dieses Ereignis. Der Justizkommissar, ein linker Sozialminister Steinberg, versucht, die Mörder vor ein Gericht zu bringen. Aber es gibt so eine Stimmung, man muss doch jetzt eben der Revolution ihren Lauf lassen. Da fallen eben auch die berühmten Späne. Ja. Und es ist doch gut, sagen viele, dass jetzt hier mal diese alten Strukturen zerbrochen werden. Da gibt es leider eben auch ein paar Tote. Und man kann nachweisen, dass sich hier Lenin und Steinberg nicht durchgesetzt haben, jetzt einen ordentlichen Prozess gegen diese Leute zu führen. Und so kann man Stück für Stück aus solchen Situationen entwickeln, wie sich allmählich diese Gewalt verselbstständigt hat. Und dann kam der Bürgerkrieg und der weiße und rote Terror haben sich gegenseitig hochgespielt. Da stellte sich dann die Frage nicht mehr, hören wir auf, weil die demokratische Entwicklung uns die Macht wieder nimmt, sondern da hat man einfach gekämpft. Zu dem Bürgerkrieg habe ich noch eine Frage. In Russland gab es die österreichischen Gefangenen, die dann eine eigene Armee gegründet haben. Das waren Tschechen, Slowaken, so die slawischen Völker vor allem. Und die hielten sich aber aus dem Kampf Rot gegen Weiß weitgehend raus. Wenn die auf welcher Seite auch immer eingegriffen hätten, wahrscheinlich auf der weißen Seite, wäre das eine, ja, wie große Gefahr wäre das für Rot gewesen? Ja, sie haben eben auch eingegriffen auf der weißen Seite. Die tschechoslowakische Legion sollte über die transsibirische Eisenbahnlinie nach Vladivostok transportiert werden und dann auf dem Seeweg nach Frankreich, um gegen Deutschland weiter zu kämpfen. Noch in dieser Zeit war der Weltkrieg ja noch nicht zu Ende. Und unterwegs, und das war ein Abkommen zwischen der bolschewistischen Regierung und der tschechoslowakischen Legion, das sah also ganz friedlich aus, aber unterwegs gab es einen ganz unglücklichen Zwischenfall vor Ort mit einem örtlichen Funktionär. Es wurde geschossen und plötzlich waren dann die tschechoslowakische Legion mit ihren gut bewaffneten Einheiten auf der Seite der Weißen. Und sie haben auf der Seite der Weißen gekämpft. Das hatte große Folgen, weil das die Entscheidung der USA zugunsten der Gegenrevolution in Russland einzugreifen über den Fernen Osten begünstigt hat. Danach ist die USA gekommen. Es hat letztlich den Sieg der Bolschewiki im Bürgerkrieg nicht verhindert. Aber es hat natürlich zu einer wirklichen Stärkung der Gegenrevolution beigetragen und zu ungeheuren Kämpfen und Verlusten geführt. Eine tragische Geschichte, es hätte nicht sein müssen. Ja, ich hätte noch eine Frage, die sich auf die Schweiz bezieht und auf die frühe Sowjetdiplomatie. Und zwar kam ja bereits 1918 eine Sowjetmission nach Bern, wo dann auch ziemlich schnell Vorwürfe laut wurden, die würden die Revolution quasi im Gepäck haben und hier groß, also mit Geld hantieren und so weiter. Es gab dann auch diplomatischen Druck von Frankreich und Italien auf die Schweiz und sehr viele Gerüchte. Und die Ausweisung im Zuge des Landesstreiks. Und diese Gerüchte haben sich ja nie bestätigt. Es gab ja eine bundesanwaltschaftliche Untersuchung, die keine Ergebnisse produzieren konnte, außer dass halt sehr viel Propaganda gemacht wurde, sehr viel übersetzt wurde, Italienisch und Französisch. Meine Frage wäre jetzt, welches war eigentlich grundsätzlich, welche Rolle spielte die Sowjetdiplomatie 1918? Was waren die Ziele? Und welchen Stellenwert hatte die Schweiz darin, so als neutrales Land inmitten der kriegführenden Mächte? Und warum gerade die Schweiz? Ja, also Sie haben das ja völlig zutreffend dargestellt, dass in der Tat jetzt die Sowjetmission nicht verantwortlich war für den Landesstreik. Aber diese Ängste waren da. Und das liegt sicherlich auch an der Art, wie noch zu dieser Zeit Sowjetdiplomatie aussah.
der berühmte Satz von Trotzki, der damals Volkskommissar für das Äußere war, wir erlassen ein paar Proklamationen, dann schließen wir die Bude, also wir beenden die Diplomatie und die Weltrevolution wird kommen, hat ganz gewiss so Ängste, ja, die sind jetzt überall, wo es sie gibt, werden sie die Revolution fördern und da muss man sie eben ausweisen oder mit anderen Mitteln bekämpfen. Das hat sich dann bald geändert. Es blieb ja nichts anderes übrig, als jetzt wieder zu normalen diplomatischen Mitteln zu greifen, um die Sowjetrepublik und dann Sowjetunion im internationalen System einigermaßen zu festigen. Soweit ich weiß, aber das sind Spezialistinnen hier unter uns, die das viel besser wissen, war die Schweiz in der Konzeption jetzt der kommunistischen Internationale kein Zentrum der Weltrevolution. Aber natürlich hat es immer wieder gute Kontakte gegeben. Das liegt ja auch daran, dass viele hier im Exil gewesen waren. Und denken Sie daran, dass Fritz Platten von der hiesigen Partei ja dann in die Sowjetunion gegangen ist und mit die Kommunen unterstützt hat und nachher dann ermordet wurde. Also insofern hat es sehr viele personelle, direkte Verbindungen gegeben, aber ich glaube, keiner der führenden Bolschewiki hat daran geglaubt, dass von der Schweiz aus jetzt die Weltrevolution neu initiiert würde. Da war immer noch der Blick auf Deutschland oder England noch vorrangig. Ja, mit Blick auf die vorgerückte Zeit müssen wir langsam dann den Saal räumen und wir sind gerade so schön jetzt wieder auch in der Schweiz angekommen. Der Kreis hat sich quasi geschlossen. Ich möchte ganz kurz. Ah, ja. Kann man aus der Oktoberrevolution irgendwelche Lehre für die Zukunft Russland ziehen? Ja. Kurze Frage, kurze Antwort. Kann ich nur sagen, ja. Das hilft nichts, ja. Ich denke, Sie haben heute sehr viel Material uns allen gegeben, darüber nachzudenken, was und wie wir über die Revolution nachdenken können und womit wir uns noch befassen können. Ganz herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen fürs Kommen, mitdiskutieren und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wiederschön.